Moin moin zusammen und recht herzlich willkommen wieder hier auf der Butschern. Wir sind an der Nordsee und ich stehe hier vor dem Hof. Das hat folgenden Grund, aber zunächst einmal grüße ich recht herzlich die Mara von Pink, die mir in die Kommentare geschrieben hat. Ganz, ganz liebe Grüße und sie hat mir einen Tipp gegeben bezüglich meinem Problem mit dem Pöttinger Schneidwerk, das plötzlich weg war und zwar nach einem Update. Und ja, keine Ahnung, woran es lag. Auf jeden Fall war es dann nicht mehr da und ich musste das Heckschneidwerk neu kaufen, beziehungsweise das Mähwerk. Und damit waren dann 15.000 Euro weg. Und sie hat mir aber den Tipp gegeben, du, wenn es ja nicht deine Schuld war, dann tu dir doch einfach die 15.000 Euro wieder gutschreiben. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Und dafür habe ich ja die Community, dass sie mir auf solche Sachen, ja, dass sie mir solche Tipps gibt. Und deswegen habe ich hier bei der Kommune vorgesprochen und mich in ein Förderprogramm einschreiben lassen. Deswegen werden wir hier schauen, dass wir die 15.000 Euro einfach wieder bekommen hier über ein entsprechendes Förderprogramm. Okay, warten wir es also ab und schauen dann in die Finanzen. Und lassen wir uns mal überraschen, beziehungsweise wir schauen mal rein. Ist denn schon was passiert? Es ist 10.01 Uhr. Und eventuell sieht man es schon, Einnahmengebäude 350 Euro. Da schauen wir also einfach, dass wir da wieder auf die 15.000 kommen. So kriegen wir das dann auf der Konsole hin, dass wir wieder ein bisschen ins Plus kommen. Ins Plus kommen wir übrigens in der heutigen Folge auch durch jede Menge Aufträge. Hier stehen die Maschinen rum, ein Glas Arion zusammen mit einem Drescher. Dann habe ich einen Auftrag angenommen für die Kartoffelernte. Und ihr wisst ja, das kann eine etwas längere Geschichte werden. Und hier lassen wir einen großen John Deere arbeiten, den schmeißen wir auch wieder an. Der soll hier grubbern. Los geht's, mein Freund. Und somit haben wir jetzt auf dieser Map hier mal richtig Action, full die Action auf drei Feldern. Mehr geht ja auf der Konsole nicht. Also mit drei Aufträgen sind wir dann soweit voll und die wollen wir hier abarbeiten. Warum ich das auch mache, nur neben dem Geld in Anführungszeichen, ist die Tatsache, dass wir erstmal den Motor anschmeißen, ist die Tatsache, dass wir natürlich auch ein bisschen mal hier was ausprobieren wollen. So, den Kollegen schicken wir los. So war eigentlich die Idee. Und zwar einfach folgendes, zum Beispiel die Sache mit den Helfern. Ich habe es ja schon in einer der letzten Folgen angesprochen. Wir testen das mal mit den Helfern an und ich kann euch gleich sagen, es gibt gute als auch schlechte Nachrichten für die Consolieros. Also wir haben hier den Helfer, der ist vollgetankt und jetzt würde ich den gerne losschicken zum Liefern an den Großhandel, weil da soll das Material hin. Und Großhandel ist hier unten rechts und ich schicke ihn einfach mal los, Job starten und ihr werdet sehen, klappt nicht, funktioniert nicht. Ist auch relativ klar, denn hier unten das Ganze ist ein bisschen arg eng, das werden wir uns auch gleich dann ansehen. Deswegen geht das so leider nicht, wir müssen das dann ein bisschen anders machen. Heißt, wir schicken halt den Helfer hier hin und das funktioniert eigentlich. Er setzt sich in Bewegung. Und das Gleiche werden wir übrigens auch hier machen. So. Ihn schicken wir los. Und dann schauen wir mal, was der Klaas hier macht. Ob der hier vom Feld runterkommt oder auch nicht. Naja, also ich glaube, wir helfen ihm doch lieber ein bisschen. So, hier rechts hat es übrigens die Schweinefarm bzw. die Schweinezucht. Die wir dann hoffentlich auch irgendwann mal kaufen. Und da komme ich dann auch gleich zum Thema, nämlich unsere Finanzen. Ich mache mir da doch ein kleines bisschen Sorgen. Gell? Also es ist wirklich sehr, sehr sportlich, hier bei Null anzufangen. So, wir schauen mal, dass wir auch den Helfer hier marschiert bekommen. Den lassen wir hier hinfahren. Und was mir auch schon ein bisschen aufgefallen ist. Ja, okay. Ja, interessant. Also die Straße findet er nicht so richtig. Was mir auch schon ein bisschen aufgefallen ist, dass die immer relativ hier weit außen rumfahren. Also aus irgendeinem Grund verwenden die oft immer irgendwie... Ja, ihr seht es zum Beispiel, der Helfer, den haben wir ja hier losgeschickt. Und die Frage ist, warum fährt er jetzt hier lang? Ja, weil der hier lang gefahren ist. Und dann hier runter und jetzt schießt er hier runter und fährt diesen Weg hier hinunter. Okay, wir kommen zum Großhandel. Ich übernehme mal den Kollegen hier. Übrigens seht ihr hier auf der linken Seite noch einen Bauplatz.
Also wenn ihr hier noch ein bisschen Produktion oder ähnliches machen wollt, dann kann man die hier auf jeden Fall auch installieren. Ja, also hier, das ist, denke ich, so ein bisschen das Problem. Hier diese enge Einfahrt, vor allen Dingen die enge Ausfahrt, als dass hier dann eben der Helfer hier nicht zurechtkommt, der Giants-Helfer auf der Konsole. Und das ist ein bisschen schade, aber okay. Was mich auch ein kleines bisschen irritiert ist, kann es sein, dass diese Gebäude etwas niedrig sind? Ich weiß es nicht, aber hat man tatsächlich so ein bisschen niedrig gebaut, weil die sind ja alle ein bisschen höher, würde ich sagen, oder? Ja, aber auch nicht so richtig. Naja, also es kommt mir ein bisschen vom Größenverhältnis schon ein bisschen merkwürdig vor. Naja, so, wenn ich jetzt von hier aus versuche, den Helfer wieder zum Feld zurückzuschicken, das klappt leider auch nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, hier, zack. Ne, geht nicht. Sondern wir müssen ihn auf jeden Fall hier vorne bis an die Straße bringen. Sodele. Und dann schauen wir mal, dass wir den hierher. Und das sollte funktionieren. Ja, also das heißt für uns so ein bisschen ein Teilerfolg. Wir können ein bisschen mit den Helfern arbeiten. Ich vermute, der kommt jetzt gleich hier. Ne? Na, kommt der? Er lässt sich aber Zeit. Oder wo fährt er lang? Ach, er hat sich. Okay, okay, okay. Naja. Helfer wird blockiert. Dann fahren wir einfach mal hier lang. Ja, also es ist halt einfach so. Man muss immer ein Auge auf die Helfer werfen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Auf der Konsole ist die ganze Sache halt eben noch nicht so dolle ausgereift. Das wäre natürlich ein Punkt für Giants hier mal ein bisschen nachzuarbeiten. Da gibt es ja einige Punkte, wo man sagt, auch zum Beispiel die Speicherbegrenzung und so weiter. Also weiß ich nicht, ob das alles wirklich so sein muss oder ob man das nicht etwas besser lösen kann. So, Dele, jetzt schauen wir mal. Na, er will wieder gegen den Container fahren, oder? Wo fährt denn der lang? Also irgendwie scheint hier was nicht zu stimmen. Okay. Ja, also ich glaube, da stimmt irgendwas mit der Straße nicht oder mit der Wegfindung. So. Dann werden wir ihn jetzt erstmal vorsetzen. Und dann schauen wir mal, wie er sich... Aber ich glaube, ihn habe ich doch auch schon mal hier lang geschickt und da gab es eigentlich keine Probleme. So. Und zwar soll er im Prinzip hierher. Wobei, wartet mal. Eigentlich kann er sowieso gleich aufs Feld. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an, was er macht. Also noch bewegt er sich sauber auf der Straße. Jetzt fährt er irgendwie zuckel, zuckel nach links. Ach nö. Ah, interessant. Interessant. Ja, aber ich wundere mich trotzdem, warum es sich hier so schwer tut. Warum er einfach nicht gerade fahren kann, wenn es doch theoretisch irgendwie, ja, die Wege hier schon abgefahren wurden. Gut, müssen wir einfach so akzeptieren. Hilft nichts, aber ist natürlich ganz, ganz wichtig, solche Informationen. Denn wenn ich hier dann dieses Maisfeld sehe und dann wieder an irgendwelche Häckselaktionen denke, ja, dann sind wir halt schon ein bisschen auf die Helfer angewiesen. So, dann schauen wir mal. Er steht... Ach so, weil er hier mit der Seite fertig ist. Nee, er ist nicht fertig. Aber ist egal, dann fahren wir das gerade mal selber schnell ab. So, der andere Helfer hat wieder einen vollen Korntank. Und was mich auch interessieren würde, wie weit ist denn der Johnny? So, ich denke, der ist fast fertig, oder? Lass mich mal schauen. Ah, der Auftrag wird doch fast erledigt sein, oder? Ja klar, 96. Mensch. Okay, dann machen wir den schnell fertig. So. Ach was, wo kommt denn jetzt er her? Och nö. Der fährt aber jetzt echt wild durch die Gegend hier.
alles sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, wir wollten eigentlich zu dem Feld dort oben rechts. Und warum der jetzt hier unten langfährt, ist mir völlig schleierhaft. Verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt machen wir erstmal hier den ersten Auftrag fertig. Denn die Lohnkosten sind natürlich auch enorm. Und der hat hier schon zu kämpfen, ne? Also 7 km/h, mehr geht nicht. Und in der Zwischenzeit, weil das Schöne ist ja, der fährt wenigstens schön geradeaus und zuckelt nicht. Wir schauen mal ganz kurz in die Finanzen. Denn mir ist jetzt Folgendes aufgefallen. Wir sehen es jetzt auch am ersten Tag. Wir haben Kreditzinsen von 1.166. Also wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, denn der Kredit von 350.000, den müssen wir zügigst abarbeiten, meiner Meinung nach. Denn sonst kommen wir hier relativ schnell in die Bredouille, da wir ja kaum Einnahmen haben. Außer natürlich die Silage, die wir jetzt oben, ja, die jetzt bei uns am Hof soweit fertig gereift ist, beziehungsweise gegärt ist. Das heißt, die Silage könnten wir verkaufen. Sind knapp so roundabout 120.000 Liter. Aber da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, wie wir denn das Ganze transportiert kriegen. So, Helfer B hat sie erfolgreich beendet. Lohndienstleistung auf Feld Nummer 6 ist auch abgeschlossen. Dann würde ich doch sagen, packen wir den Kollegen ein, bringe den auf jeden Fall wieder zurück zum Händler und dann wird das Ganze hier abgeschlossen, damit wir eben hier keine weiteren Kosten haben und jetzt das erste Geld mal wieder ein bisschen reinkommt. Denn oben rechts, ihr seht es, das Geld schmilzt einfach nur so dahin. Wenn ich solche Geschichten hier mache mit entsprechenden Aufträgen und ähnliches, dann schalte ich immer den Verkehr aus. Da bin ich ehrlich zu euch, denn logisch, denn wenn wir mit Helfern hier arbeiten und noch zusätzlich den Verkehr haben, den unberechenbaren Verkehr hier auf der Map, dann ja, tue ich mich doch etwas leichter, wenn wir das Ganze hier für die Helfer einfacher gestalten. So, jetzt. Dann machen wir mal hier Grubern abgeschlossen, die ersten 2.425 abschließen. Und hier sind wir bei 88 und bei den Kartoffeln, da werden wir noch ein bisschen brauchen. So, also 2.200, jetzt schauen wir noch mal kurz rein. Wo haben wir hier die Finanzen? Ja, Lohnzahlung 2,6 und Lohndienstleistungsumsatz 2,4. Also wir haben schon ganz schön Geld hier verprasst. Und im Prinzip sind wir im Negativ. Okay, also jetzt müssen wir doch schauen, dass wir ein bisschen selber was tun. Der kriegt es hier einfach nicht gewuppt, ne? Das ist auch so ein Punkt. So. Ja, aber die Kartoffelernte, die bringt uns am meisten. Und dann fahren wir das doch schnell mal selbst hier ab. Ja, ist natürlich klar, dass bei den Aufträgen selbstverständlich, wenn man halt das mit den Helfern abarbeitet, dann schmilzt der Ertrag oder der Profit natürlich dahin. Das ist absolut richtig. Aber bei so Geschichten wie hier mit den Kartoffeln, da sind wir natürlich ewig beschäftigt. Und ihr seht es ja, man muss praktisch jedes Mal, wenn man hier abtankt, muss man auch das Material wegbringen. Aber ich hoffe ja, dass bei diesen Aufträgen ja ein bisschen was rumkommt, da ja normalerweise immer ja auch Ertrag dann zum eigenen Verkauf oder zum eigenen Verwendung, zur freien Verfügung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, übrig bleibt. Und damit können wir natürlich dann noch ein bisschen Plus in die Kasse bringen. So, dann tanken wir den hier mal ab. Dann schauen wir mal, was er hier macht. Ach, der ist ja auch schon wieder voll. Wo ist denn jetzt unser... Da ist er, okay. Ja, dann können wir den hier nämlich schnell auch abschließen. Damit wir relativ zügig hier ins Plus kommen. Und auch den lassen dann... Ja, das machen wir dann auch selber. So, erstmal abtanken. Ja, hier machen wir erstmal eine kurze Mittagspause.
Modelle. Gut. Rohr einfahren, wir übernehmen selbst. Dann sparen wir noch 3-4 Euro Lohnkosten. Oh, da müssen wir aber genau fahren, ne? Sehe ich gerade. Ja, da bleibt ein bisschen was stehen. Aber ihr wisst ja, jedes Körnchen bringt uns ein bisschen Ertrag, ein bisschen Geld für den Hof. Ja, die großen Sprünge werden wir eben am Anfang nicht machen können. So ein Hof kostet jede Menge Geld und muss unterhalten werden. Ich meine, die Kühe haben zwar schon die erste Milch geliefert, aber das ist natürlich alles noch nicht so besonders lukrativ. Vor allen Dingen brauchen wir noch einen Anhänger. Ein Milchfass sozusagen. Und auch das muss erstmal bezahlt werden. So, dann machen wir das doch folgendermaßen, das Rohr schon mal hier ausfahren. Und ich bin gerade am Überlegen, weil man kann natürlich immer ein bisschen, ich sag mal, tricksen, dass wir natürlich zum Beispiel hier diesen Arion, diesen Klaas, Arion, dass wir ihn... Ja, aber ich glaube, bei der Kartoffelgeschichte brauchen wir eigentlich gar keinen zweiten Abfahrer, weil wenn wir hin und wieder zurückfahren, dann ist der Ding voll, der Ernte, und das würde dann soweit passen. So, Dele. Ich überlege gerade, machen wir noch schnell einen Thump? Ja, da kommen wir leider nicht hoch. So. Ja, jetzt fahren wir dann doch selber, weil wir finden halt die Straße. Und dann liefern wir das Ganze ab. Dann haben wir wieder einen Auftrag erledigt. Das waren genau 3 Aufträge jetzt im September. Und ansonsten kümmern wir uns noch ein bisschen um die Kühe. Und ja, wie gesagt, ich muss mir Gedanken machen, wie wir die Silage am besten aus dem Bunker kriegen. Und so ein Förderbandsystem wäre eigentlich das Beste. Da habe ich jetzt aber schon ein bisschen getüftelt und das hat nicht ganz so geklappt. Also ich muss da noch ein bisschen testen, bevor ich euch das Ganze präsentiere. Aber natürlich wäre im Prinzip ein Förderband am besten. So, jetzt schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hier an Geld bekommen. Schade leider, dass wir im Moment bei den Ertragswerten bei 0 sind. Das heißt 0%. Soweit abgeschlossen. Jetzt müsste ein bisschen was reinfließen in unsere Kasse. Ja, viel ist es nicht. 1000 Euro. Okay. Aber 1000 haben oder nicht haben, macht auch einen Unterschied. Das heißt, hier abgeschlossen, wir kriegen 2175. Ich schließe hier mal direkt ab. Wir schauen nochmal rein. Lohnzahlungen 2780 und der Umsatz 46. Also wir kommen so langsam in das Plus. Und vor allen Dingen macht man natürlich hier die Hoffnung, hier die Geschichte mit den Kartoffeln. 10.000 Euro, natürlich noch abgezogen die Maschinen. Aber da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Und wenn uns natürlich die Kommune unterstützt, dass wir dann auch wieder die Verluste oder den Verlust unseres Schneidwerks, unsere 15.000 Euro bekommen, dann denke ich, können wir wieder ein bisschen agieren, weil der nächste Step wäre eigentlich, dass wir dann auf unserem Grasfeld, da müssen wir unbedingt düngen, weil sonst werden wir hier mit den Ertragsstufen, mit den Ertragswerten, mit den Bodenwerten hier nicht
Ja, warm. Also hier müssen wir einiges tun. Wie gesagt, die Werte haben wir uns schon geholt. Lassen wir uns mal überraschen, wie es in den nächsten Folgen dann weitergeht, wie die Herausforderungen sind. Ich sage erstmal danke für diese Folge und wir sehen uns demnächst wieder hier auf der Butchern. Ich sage tschüss, cheerio, euer Bahnfarmer.